Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Was ist das jetzt? Knossi trifft Unge im Supermarkt. Anhalten! Ah. Wir machen einen schönen Ausflug ins Supermarkt. Bester Ausflug doch! Kenny! Das wird einfach ein mega Spaß. Ja, wenn man die Tür so... Hallo! Wieso kriegst du das denn nicht hin? Muss ich alles selber machen? Was ist das für eine komische Tür? Die Pizza und der Boden aus Haferflocken, auch mal eine ganz neue Meter auf ganz... Jawohl, Alter! Abo arbeitet einfach bei Kenny! Abo Red Burgies. Wer kauft denn sowas? Ganz gesund, dazu noch ganz gefährlich. Thunfischsalat mit Erdnuss, Soci, Mosi, Reis, Blumenkohlbasis. Ich glaube, der hat den Job nicht lange, Alter. Sehr viele Garnelis, also die kommen auch sehr gefährlich. Boah, die kommen gefährlich, als ob. Vertraut mir, die Apo Eddie Burgies mit Double Beef und Triple Cheese, aber auf ganz gefährliche Basis. Was? What the fuck? Nee, ne? Das dachte ich mir auch so. Knossi, kenn ich. Du bist ein Süßer. Das ist mal YouTube-Kacke auf ganz andere Art und Ebene hier. Das ist so geil. Na, war klar. Rolf möchte wieder das gute Rindfleisch. Ja, Unge arbeitet beim Fleischer. Ach so, Unge ist Fleischer. Ich habe gelesen, Unge isst Fleisch. Sehr gut. Klingt ja nicht, ist ihm zu fettig. Rolf, was Verwöhnteres als dich habe ich auch nicht gesehen. Mutter, der ist ein ganz netter. Wie heißt der? Unges. Der hat einen Bauernhof auf Madeira. Der rettet Unges. Hunde. Der für geringe Steuern auf die Insel gegangen ist. Dem nehmen sie es nicht ab. Sein hat Kopf, er gerade seinen Arm? Ja, man muss ja irgendwie testen, ob das Messer scharf ist, das Hackbeil. Mögen wie bei mir. Ich mal, der ist schlauer. Ich pfeffer mir erstmal Toffifee rein. Ich hab mir so eine 5-Packung. Jetzt kommt auch noch Tanzverbot. Aber Toffifee sind geil. Spar-Abo geholt. Guckt euch meine Videos an, wie ich das in mich reinstopfe. Macht Tanzverbot überhaupt noch was? Ich habe letztes Mal geschaut, das ist schon eine Weile her, aber es war letztes Mal. Und da ist nichts Neues mehr passiert. Sparfuchs, nicht schlecht. Baby Kretan suin ke kasi was etta tuna. Baby Kretan suin na 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 na. Er schmeißt einfach eine Dose auf Knossi. Wer sich da aufregt, der soll auch mal wirklich, man muss auch mal Humor verstehen. Klar. Was denn, wenn einer Dosen schmeißt? Was geht da ab, Alter? Deiner Arsch. Ja, du bist ein böser Junge. Aber ich frage mich jetzt ehrlich gesagt, ob du 12 bist oder 10. Mutter! Was hat er, der Bub? Haben sie sich geärgert? Die ärgern mich. Die sind doch besneidisch. Die ärgern mich. Die machen doch nur Spaß. Sag, dass nicht wahr ist. Es ist nicht wahr. Mach keinen Scheiß, okay? Richtig witzig. War ein geiler Clip. Und der Drecksau, der Hugo. Der schneidet, wie er will, guck. Dieser Gang. Bruder? Hey, hier ist Knossis Mutter. Das geht ja gar nicht, gell? Du Kick. Sorry, tut mir leid. Das geht sorry, ist auch wirklich. Nicht, bitte, bitte. Amanasikim. Aber hat Unge seine Schürze falsch rum an? Okay, das ist jetzt wie eine Fremdsprache. Ich versuche mich jetzt in ihn hineinzuversetzen. Das heißt, auf Spanisch, warum meldest du dich nicht? Weiß ich nicht, mein Lieber. Weiß ich nicht. Das sind die Jugendworte. Nein, 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 nein. Da gibt's hier gar nichts. So, da wird erstmal an der Kokosnuss gesippt. Genau hier, BWL, Justus. Und jetzt so eine kleine patzige Antwort. Auf Wiedersehen. Hm? Was für ein Gespräch war das bitte? Aber Unge und Abo zusammen in einem Supermarkt arbeiten, ja, da kann nichts Gutes dabei rauskommen. Wenn da noch Mimi dort der Chef ist, na dann ist alles aus. Und zwar haben einige versucht, mich zu triggern, indem die gesagt haben, ja Digga, du hast keine Gardine. Du hast keine Gardine, wo bist du? Der muss doch maximal... Er hat denn keine Gardinen, Alter? Brooks entführe. Ich habe auch keine Gardinen. Ey, das ist aber scheiße ohne Gardinen, da kann dir wirklich jeder reingucken, Alter. Oh nein, 2x2. Okay, so. Okay. Oh mega, ist ja easy. Minus. Was verdammte Scheiße ist das für ein Rechenweg, Alter? Aber er hat ja definitiv recht. 1 plus 1 mal 1 plus 1. Was? 1 plus 1 mal 1? Minus 1 plus 1? Wie kommt der bei 2x2 auf 5? Und vor allem 1 plus 1 mal... Nehmen wir jetzt noch das Minus weg. 1 plus 1. Kommst du doch wieder auf dasselbe 2x2. Vor allem da unten plus, minus, plus, plus, plus ist gleich Multiplikation.
mal Plus. Junge, komplizierter kann man nicht Mathe machen. Mit der Klammer. Punkt. Aber genau so sah mir mein Mathe-Test aus. Und Komma vor Strich. Wenn du ein drüber haust mit Plus mal Minus, Plus, 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 dann ist es Multiplikation. Ist das bei euch so, dass ihr in Mathe Taschenrechner verwenden könnt nach Lust und Laune? Also ich weiß hier von welchen, dass sie in Mathe immer direkt sogar einen Taschenrechner auspacken müssen. Bei uns war es damals immer so, Taschenrechner wegpacken. Der wird nicht benutzt. Und dann hieß es auch immer bei Hausaufgaben, nicht den Taschenrechner benutzen. Aber wer hat das schon gemacht? Wer hat schon Taschenrechner bei Hausaufgaben verwendet? Das ist doch voll unfair. Kation, bam! Kann nicht jeder verstehen. Ich muss es verstehen. Es ist auch nicht meine Wohnung, das kann ich auch offen zugeben. Ich bin ja so mäßig auf Unterhase, sage ich mal. Was ist denn Unterhase-mäßig? Er ist so mäßig Unterhase? Was ist das? Untermieter. Das frage ich mich auch gerade. Unterhase, das verstehe ich nicht. Ich habe jetzt selber jetzt demnächst eine Wohnung abgesaved. Eine frische Neubau-Vier-Zimmer-Wohnung, okay? Hä? Wieso haut er sich hier jetzt so eine krasse Wohnung rein? Was ist denn jetzt? Was ist denn mit den Gardinen? Was ist denn jetzt das aufgelöst? Nicht nur die Gardinen, bei denen wurde die ganze Wohnung leer, wenn man das mal beobachtet hat. Früher standen immer so die ganzen Schuhe und das hat sich nach und nach immer geleert. Alles wahrscheinlich verkauft oder so. Ich bin nicht im Thema, ich versteh's nicht. Boah, also! Na klar! Nö, es ist leise! Wow. Test. Warum steht denn Knossi jetzt überhaupt hinter der Kasse? Sowas auch zu Hause. Ja. Könnt ihr meine Mutter hören? Könnt ihr mich hören? Hallo, könnt ihr mich hören? Eins in den Chat, eins. Jetzt nicht mehr Carina bei der Arbeit, jetzt ist es Knossi bei der Arbeit. Eins in den Chat. Du musst Mayday sagen. Mayday? Der beste Supermarkt der Max, hier ist Selby. Hallo? Wer sind Sie? Hallo, ich bin dein Papa-Junge. Ach, das ist ein Zufall, oder? Was ist überhaupt? Hilfe! Hilfe! Scheiß Veganer-Sau. Das sind so viele Leute in den Supermarkt aus, stehen nur zwei Autos davor. Nicht schlecht, alle grün. Ey, du veganer Sau. Schon Insimos aktiviert. Sehr gut. Hallo, ich heiße Klaus und bin ein Metzger und möchte dich schlachten. Boah. Spaß. Wühlmoos, Knopfaugen, lange Nase. Ja? Jens Knossi Knossala, du bist dabei. Du kannst gern dich allein aussetzen lassen und zeigen, was du drauf hast. Ist gefixt, ne? Ja. Ich hab gesagt, ich mach mal mit. So einfach dieses Jahr. Für Kinder. Er hat die Schwimmflügel dabei. Sehr gut. In Urwald brauche ich Schwimmflügel. Beste. Ich will nicht, dass und eine Badehose? Ich wusste ja auch noch nicht. Ich dachte ein bisschen Schweden. Weißt du, was ich meine? Das ist große Scheiße. Ich bin allein. Ich habe nicht mal einen Papagei, der mit mir spricht. Wer spricht denn mit mir? Außer der Gesang der Wellen. Also ich hätte damit kein Problem, eine Woche alleine zu sein. Also ich würde es sogar chillig finden. So eine Woche mal nichts außer Ruhe. Und nur Natur. Das wäre mein Element. Aber das Überleben dort, das könnte für mich schwierig werden, weil ich habe halt wenig Ahnung davon, was kann ich essen, was kann ich nicht essen, was für Baum kann ich anknabbern, welche Rinde ist giftig und so. Du darfst ja nichts mitnehmen zu essen und so. Also mit den 7 Dingen mitnehmen, das wäre für mich kein Problem, da hätte ich gute Wahlen, aber mit den Überleben würde ich mich bestimmt schwer tun. Aber so Probleme mit alleine sein, eine ganze Woche, auch sogar 2, hätte ich kein Problem mit. Hupsch, hupsch. Eine Schlange, guck mal die große Schlange an. Wie groß ist denn die? Ist das eine Kanakonda? Einfach stillhalten. Sind sie eine Würgeschlange? Soll das hier so eine Dschungelbuch-Anspielung sein? Vielleicht kommt ja paar Bananen. Dann ess halt, was weiß ich, Kokosnuss. Ja, stimmt. Ja, aber wie komme ich hoch? Ich kann ja nicht auf den Baum klettern. Ich muss warten, dass eine runterfällt. Ich hätte ganze Palme schütteln, Alter. Ich würde aber aufpassen, dass es nicht auf den Kopf fällt. Aua, ich saß noch. Nur sie ist raus. War eine dumme Idee! Zeig mal deinen Range Rover oder zeig mal deinen Mercedes. Warum soll ich jetzt irgendwas zeigen? Nimmt mir nicht übel, aber da, spätestens da merkt man doch, dass das nicht sein Wagen sein kann. Das ist nicht sein Auto. So argumentiert keiner, dessen Leben daraus besteht, die ganze Zeit zu flexen. Genau sowas erwarte ich von Tanzverbot, dass er genau die wahren Worte im Mund nimmt. Stellt sich vor irgendwelche Autos und sagt, das sind seine.
dann kann der kein Range Rover. Weiß nicht, wie er das macht, aber das geht ja gar nicht. Digga, warum sollte ich jetzt was zeigen? Ja, warum hast du es denn 18 Jahre davor gezeigt? Ja, ich habe gesagt, der wird umgebaut. Schwarze Elemente werden auf Carbon umgesneakt. Schwarze Teile werden doch auf Carbon umgesneakt. Ja, ganz bestimmt. Ich nehme nichts, was günstiges, ey. S-Klasse. Er ist so triggert. So ein Range Rover piss ich. Dieser Gang. Genau so. Das Einzige, was ich noch leisten kann. Oh Mann. Cool. Okay, dann machen wir das bald wieder. Lasst gerne ein Follow da auf YouTube. Meinung sehr gerne zu den Lachern in die Kommentare. Habt ihr auch gelacht? Bei welchem Clip habt ihr euch zerlegt? Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Affentitten-Turbo geil, Alter. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.